Frau Präsidentin, meine geehrten Damen und Herren Abgeordnete, eins vorweg, wir werden allen vier Punkten des Antrages zustimmen. Wundert Sie nicht wirklich, habe ich mir gedacht. Herr Förster ist darauf schon eingegangen, dass Leiharbeit und Werkverträge eben zunehmend von Unternehmen genutzt werden, um auch ihre Stammbelegschaft abzubauen und damit teilweise Lohndumping zu betreiben. Und dass es sich hier nicht nur um vereinzelte schwarze Schafe handelt, das haben, glaube ich, jetzt alle Vorredner so gesagt. Also der hier zitierte Fall der Meyer-Werft ist zu kritisieren und von daher ist dort zu agieren. Herr Renz, Sie hatten vorhin gefragt nach Zahlen. Also ich habe hier auch noch etwas zu stehen, nämlich nach einer Umfrage der IG Metall bei 5000 Betriebsräten wird berichtet, dass 36% der Unternehmen Stammarbeitsplätze durch den Einsatz von Werkverträgen und abgelöst wurden. Also das sind Zahlen, die doch gerade die Wichtigkeit dieses Antrages bekräftigen. Werkverträge können unter fairen Bedingungen ein regulärer Weg sein, das kennen wir alle, um beispielsweise bei der Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung an externe Unternehmen, jetzt fehlt mir das Wort, wo ist das manchmal am späten Abend? Zu vergeben, ich danke, steht auch hier, ne? Zu vergeben, ich danke, aber Sie hören mir zu und das ist doch schon mal gut. Also in einem Werkvertrag muss ganz klar ein bestimmtes Ergebnis oder ein Werk vereinbart werden, das ist eigenverantwortlich zu organisieren und ich denke, hierum geht es auch heute. Aber nochmal zu einigen Punkten. Solange der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen möglich ist, kann eben von einer ausreichenden Regulierung keine Rede sein. Darauf aufbauend müssen dann gesetzliche Schlupflöcher geschlossen werden. Und wir befürworten klare Regeln gegen den Missbrauch von Werkverträgen, indem wir diese klarer gegen Leiharbeit abgegrenzt sehen. Ich habe noch zum letzten Punkt, zum IAP, auch eine Anmerkung. Es wird ja hier immer wieder gesagt, es gibt keine Zahlen. Deshalb ist die Nutzung des IAP-Betriebspanels zur Datenerhebung bezüglich des Einsatzes von Werkverträgen kann nur zu einer Verbesserung der Informationslage beitragen und deshalb unterstützen wir dieses auch. Eine Bitte an die Landesregierung, wenn Sie den Einzelplan 10 nehmen, gibt es beispielsweise bei dem Kapitel 1025, Kinder- und Jugendhilfe, den Aspekt des Schabernack, also eine Einrichtung des übertragenden Wirkungskreises. Dort steht sogar im Titel Werkverträge drinne. Ich hoffe, dass wir dieses hier irgendwann rausbekommen, weil das, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das schon drin steht, dieser Titel und in dieser Form. Ich denke, dort sollte die Landesregierung mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht können wir dieses in der Haushaltsverhandlung nochmal angehen. Es steht so drin und es führt zu Irreführung und ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, aber das Wort Werkvertrag steht da drin und ich denke, dagegen sollte man dann auch dieses verändern und können vielleicht dieses dann nochmal in einem anderen Zusammenhang klären. Wie gesagt, wir werden dem zustimmen und ich danke für die Aufmerksamkeit.